Nachdem wir uns in unserer WebEx-Reihe nun ausführlich mit den Grundfunktionen der Videokonferenzsoftware auseinandergesetzt haben, soll es jetzt um den gezielten Einsatz innerhalb der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau gehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Seit Anfang des Jahres steht nun WebEx zentral finanziert über das Referat OIT innerhalb der EKHN zur Verfügung. Und ich möchte jetzt hier in diesem Video auch nochmal auf so die Unterschiede der großen Webinarlizenz und der zentral finanzierten kleineren Meetinglizenz eingehen. Alles, was du wissen musst über WebEx in der EKHN, über das Beantragen der Lizenz, die Einrichtung und auch wo du technischen Support bekommst, findest du hier unter diesem Link ekhn.de/webex. Um uns einfach mal die beiden Varianten anzuschauen, habe ich jetzt hier auch etwas vorbereitet. Auf meinem Desktop hier sehen wir jetzt nun zwei Fenster. Das Weiße, das ist meine große Webinar-Lizenz und das Schwarze, das bin ich auch als weiterer Nutzer in der kleineren Meeting-Lizenz, also die Variante, die auch zentral finanziert zur Verfügung gestellt wird. Von der Oberfläche unterscheiden die sich jetzt erstmal gar nicht mal so groß. Eine weiß, andere schwarz. Das habe ich aber so eingestellt, damit wir das jetzt auch besser unterscheiden können. Aber so von den Grundfunktionen und von den Menüs, hier so dieser Willkommensbereich mit den Nachrichten und den Chats, darunter Teams, darunter Kontakte und Anrufen, das ist bei beiden erst einmal gleich. Wir wollen uns mal den Bereich Team anschauen, denn das ist ein ganz, ganz zentraler Bereich. Und als erstes müssen wir hier unterscheiden zwischen den Begriffen Teams und Bereichen. Beides ist laut WebEx erstmal für die digitale Zusammenarbeit gedacht, wobei Teams für langfristige Gruppen sind, wie zum Beispiel Fachbereiche oder auch Vorstände oder auch komplette Abteilungen. Und Bereiche sind dann eher Untergruppen, sowohl in den Bereichen als außerhalb, ja, für kurze Projekte oder eben auch für kurzfristigere Zusammenarbeit. Ich habe jetzt hier in dem weißen Fenster auch schon mal ein Team erstellt, Fachbereich EBFB, das ist der Fachbereich Erwachsenenbildung und Familienbildung. Und wenn ich hier draufklicke, werden mir die Moderatoren angezeigt. Ja, ein Team hat natürlich auch Moderatorinnen und Moderatoren. Das sind die Personen, die andere Personen hinzufügen und auch wieder entfernen können. Ich sehe hier die Mitglieder, dort kann ich mir hier auch alle anzeigen lassen und ich sehe auch einen Button mit Bereiche. In jedem Team wird automatisch der Bereich allgemein erstellt. Das ist ein Bereich, wo alle Teammitglieder auch automatisch inkludiert sind. Hier kann ich Nachrichten schreiben, Dateien austauschen. Das ist dann wie ein Gruppenmessenger, der im Prinzip, ja, ich sag mal, die Gruppenkommunikation dann auch ablöst. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Teammeeting haben, habe ich dann die Möglichkeit, auch auf Treffen zu klicken und schon klingelt dann die WebEx-Software auf jedem Computer. Die Leute nehmen ab und wir befinden uns in einer Videokonferenz zusammen drin. Also hier ist einfach der große Unterschied. Ich erstelle nicht ein Meeting, wie wir es zum Beispiel aus Zoom kennen, verteile einen Freigabelink, sondern hier braucht erstmal jeder einen WebEx-Account. Es ist ja für die interne Kommunikation. Und dann werden die über die WebEx-Software im Prinzip angerufen. Auf kurz oder lang soll es auch möglich sein, die dienstliche Telefonnummer mit dem WebEx-Account zu koppeln. Das heißt, wenn dann jemand bei mir in Darmstadt in meinem Büro die Festnetznummer anrufen würde, würde dann hier im Homeoffice-Studio dann im Prinzip die WebEx-Software klingeln. Teams kann erstmal jeder erstellen, genauso Bereiche. Ich gehe jetzt hier mal in die Meeting-Variante und erstelle jetzt mal ein Demo-Team. Demo-Team und dort füge ich jetzt einerseits bei meinen Kollegen den Michael Grunewald mit hinzu und auch mein anderes Ich mit der entsprechenden Webinar-Lizenz. Das heißt, ich suche mir einfach die Personen aus, ordne die als allererstes einem Team zu und klicke dann auf Erstellen. Und in dem Moment, wo das Team erstellt wurde, dann ploppt auch bei den einzelnen jeweiligen Personen eine Nachricht auf, dass eben ein neues Team im Prinzip auch bereitgestellt wurde oder sie hinzugefügt wurden. Das heißt, wenn ich jetzt hier draufklicke, dann sehe ich auch die Teammitglieder, ich sehe die Nachrichten und kann dann über den roten Button auch das Team verlassen, wenn ich dort nicht mehr Mitglied sein möchte.
In den Bereichen des jeweiligen Teams kann ich, wie gesagt, neben dem Bereich allgemein auch noch andere Bereiche erstellen. Ich kann jetzt zum Beispiel hier das Testlabor als Bereich nochmal erstellen. Als Person nehme ich jetzt drum mal meinen zweiten User mit dazu. Das Besondere ist, dass ich jetzt hier nicht nur Personen hinzufügen kann, die sich im Team befinden, sondern ich kann auch generell Personen hinzufügen, die über einen WebEx-Account verfügen, also innerhalb des gesamten EKHN-Pools und somit einfach auch die Arbeitsgruppen auch mit erweitern. Personen sind hinzugefügt, ich klicke auf Erstellen. Auf dem rechten Bereich sehe ich wieder eine neue Nachricht, dass ich hier in dem Bereich Testlabor hinzugefügt wurde und kann jetzt hier, ich sag mal, Gruppennachrichten schreiben, Dateien verschicken, Termine koordinieren oder eben auch mit einem Klick auf den Button Treffen einen Videocall jetzt auch initiieren. Und wenn ich jetzt hier auf Meeting starten klicke, dann müsste es gleich hier bei mir klingeln. Hier unten kommt jetzt gerade die Nachricht, dass, wie gesagt, der Call jetzt bereit ist. Ich gehe jetzt nicht hinzu, es findet ja alles auf dem gleichen Computer statt. Aber ich glaube, das Prinzip ist soweit auch klar geworden. Ich kann Telefonate oder Gruppencalls, Videocalls aber auch planen. Dafür gibt es hier einen Button mit Planung. Das heißt, ich kann ein Meeting ansetzen und habe dann hier auch einen Zugangslink. Diesen Zugangslink kann ich dann an einen Outlook-Termin zum Beispiel auch koppeln oder auch mein WebEx an Outlook koppeln, dann verschicken und die Leute klicken dann auf den Link. Entgegen aber bei der zur Webinar-Variante müssen die Personen über einen WebEx-Account und über die Software auch verfügen. Das heißt, eine anonyme Teilnahme über einen Browser ist nicht möglich, sondern darüber wird dann nur die WebEx-Software dann auch mit geöffnet. Ansonsten kann ich die Bereiche und die Teams natürlich auch verwalten. Das heißt, wenn ich einen Bereich auch wieder löschen möchte, ich gehe jetzt hier wieder auf das Testlabor, hier habe ich rechts oben einen Button mit Einstellungen, habe ich auch die Möglichkeit, die Benachrichtigung zu steuern, die Richtlinien anzuzeigen und den Bereich moderieren und kann natürlich auch den Bereich aus dem Team entfernen. Ein Team selber kann ich nicht löschen, sondern ich muss erst alle Personen aus dem Team entfernen oder sie bitten zu gehen. Entfernen kann, wie gesagt, nur der Moderator oder die Moderatorin und kann dann selber das Team verlassen, sodass das Team an und für sich technisch gesehen nicht gelöscht, sondern archiviert wird. Das heißt, ich gehe jetzt hier nochmal auf Mitglieder, auf den Michael Grunewald, rechte Maustaste, sage aus Team entfernen. Dann entferne ich mein anderes Ich und dann klicke ich auf Team verlassen, werde gefragt, möchte ich das Team auch nochmal verlassen und dann wird alles entfernt, dann sage ich verlassen und schwupp ist das Team weg. Der große sichtbare Unterschied zwischen der kleinen Meeting und der großen Webinar-Variante, den sehen wir, wenn wir hier unten reinklicken, wo Meetings in der Webinar-Variante geplant werden. Da sehen wir nämlich, dass wir hier unterschiedliche Funktionen haben, nämlich hier nur ein Meeting beitreten und in der Webinar-Variante Meeting starten und Meeting ansetzen. Das heißt, wie bei Zoom haben wir dann hier im weißen Bereich die Möglichkeit, in der Zukunft ein Meeting zu planen, dann eben einen Link, einen Zugangslink zu generieren und die Leute können dann über diesen Link teilnehmen per WebEx-Client oder auch per Browser. Das funktioniert, wie gesagt, in dem Meeting, in der Meeting-Lizenz nicht. Hier setze ich zwar Meetings an über Outlook, aber die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen halt eben alle über einen WebEx-Account verfügen. Wie gesagt, ist ja auch für die interne Kommunikation gedacht. Soweit erst einmal zu den elementaren Unterschieden Webinar- und Meeting-Lizenz. Wenn es da noch Fragen gibt, einfach bitte per Kommentar oder wie gesagt hier unter ekhn.de/webex. Dort gibt es auch den Supportbereich und die Ansprechpartnerinnen und Partner im Referat OIT. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Tschüss.